So, Freunde der gepflegten Investitionen, heute mal eine kleine, ja, kleines Datenblatt von EOS. Ich habe den Coin schon mehrmals auf dem Kanal auch vorgestellt. Ist jetzt mal ein bisschen anderes Video. Ihr könnt immer drunter schreiben, ob euch sowas auch gefällt. Für alle, die neu auf dem Kanal sind, lasst unbedingt ein Abo da. Lasst doch gerne einen Daumen hoch da und wie gesagt, eure Meinung sehr, sehr gerne in die Kommentare. EOS wird oft als Ethereum-Killer bezeichnet. Quasi die bessere, schnellere, stärkere Version von Ethereum. Und viele Analysten haben vorausgesehen, dass EOS eine führende Position oder eine DApp-Plattform einnehmen wird. Bis zu einem gewissen Grad stimmt das zwar, aber ist nicht ganz so klar und trocken. Was können wir in Zukunft von EOS erwarten und welche Probleme hat die Plattform heute? Und zwar, wir fangen an mit: Was ist EOS? Das haben auch einige gefragt und das werde ich jetzt einfach in ein paar Sätzen euch hier nochmal erklären anhand von diesem Datenblatt. Die EOS-Plattform wurde im Sommer 2017 von Block.One und Hauptentwickler Daniel Lerima, der zuvor auch an BitShares und Steemit mitgearbeitet hat, ins Leben gerufen. Ich denke mal, Daniel Lerima kennen die einigen oder die meisten hier, ist leider mittlerweile nicht mehr bei EOS dabei, aber er hat auf jeden Fall sehr, sehr viel dazu beigetragen. Die Hauptidee der Entwickler ist es, eine dezentralisierte Plattform mit hoher Bandbreite, Smart Contract-Funktionalität und minimalen Provisionen zu schaffen. Tatsächlich beschloss Block.One, eine neue Version von Ethereum herzustellen, nur schneller und billiger. Es ist nicht überraschend, dass einige Leute es Ethereum auf Steroiden nennen. Dann haben wir noch den EOS-Wert für die Industrie. EOS startete ja als ERC20-Token auf Ethereum. Es war jedoch eine Übergangslösung und bald im Jahr 2018 wechselte der Token in das Hauptnetz EOS.io. EOS.io ist als Plattform für die reale Anwendung von Blockchain-Technologien und Kryptowährungen konzipiert. Es verfügt über eine Blockchain-Architektur, die die vertikale sowie die horizontale Skalierung von DApps ermöglichen soll. EOS Coin ist eine native Münze, die wiederum das Blockchain-Protokoll unterstützt. Die Hauptmerkmale, die EOS von anderen Projekten unterscheiden, sind folgende. Wir fangen an mit den schnellen Transaktionen. Durch die schnellen Transaktionen und dank der Parallelverarbeitungstechnologie kann EOS Übertragungen in wenigen Sekunden durchführen. Gegenwärtig hat EOS über 3000 TPS, während das Ethereum-Netzwerk nur 15 TPS leisten kann. Die Gründung von Dan Lerima konkurriert mit klassischen Zahlungsprozessoren wie Visa und Mastercard. Das hatte ich auch schon mal angesprochen, dass es halt einfach viel, viel zukunftsorientierter ist und einfach viel, viel schneller, wie jetzt beispielsweise eben Ethereum. Ein weiterer Punkt sind die gebührenfreien Transaktionen. Das Killermerkmal von EOS ist, dass es absolut keine Gebühren für Transaktionen erhebt. Wie ist das möglich? Um Operationen in der EOS-Blockchain durchzuführen, sollten Sie Ressourcen namens RAM, CPU und NET kaufen oder 2 Dollar bis 20 Dollar für die Kontoregistrierung hinterlegen. Übrigens, mit Free Wallet erhalten Sie Ihr Konto absolut gebührenfrei. Weiterer Punkt, einzigartiger DPoS-Algorithmus. Es ist eine weiterentwickelte Version von POS, billiger und schneller und es fordert. Und das erfordert nicht viel Rechenleistung. Der Algorithmus beschäftigt nur eine begrenzte Anzahl von Benutzern mit der Blockerzeugung und der Validierung von Transaktionen. Von 121 Kandidaten werden nur 21 zu Validierern. Sie werden von der EOS-Gemeinschaft ausgewählt, die ihre Coins für die Kandidaten staked. Je höher der Staking, desto mehr Stimmen erhält ein Kandidat. Der letzte Punkt: autarke Belohnung. EOS ist so konzipiert, dass es autark und entwicklungsfähig ist. Die derzeitige jährliche Inflationsrate beträgt 5%, die wiederum bei der Bezahlung der Miner für die Validierung der Transaktionen und für die Weiterentwicklung des Netzes verwendet wird. Genau, also das sind so mal die groben Sachen im Endeffekt von EOS. Ihr könnt aber auch, ich werde euch unten nochmal die Seite von EOS verlinken. Dort könnt ihr euch das einfach auch nochmal reinziehen. Würde mich mal interessieren. Das sind jetzt halt so, ja, ich sage jetzt mal mehr Fachbegriffe und so weiter mit drin. Könnt mir einfach sagen, ob euch sowas auch gefällt. Wenn nicht, machen wir natürlich so wie immer weiter. In diesem Sinne, ich wünsche euch was und viel Spaß beim Investieren. Ciao, ciao.